Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls mit dem Doomsday. Wir sind immer noch in der ersten Session wieder. Also da, wo ich es gerade direkt aufnehme und aufgenommen habe. So, wir sind stehen geblieben bei der Zeitfalle. Und müssen jetzt zum Eingang der Ramme, glaube ich. Ja, findet den Eingang zur Ramme im Belagerungsvorposten. Und da werden wir jetzt einfach mal voranschreiten und gucken, dass wir das Ziel erreichen. So. Flammende Hydra, die setze ich erst später. Habt ihr das gesehen? Das war ein guter Reim irgendwie. So. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Den noch legen, den raus. Deswegen meinte ich, dass die Würmer so nervig sind, weil die einfach so schnell bei euch sein können und... Diese Stimme. Ich höre noch immer nichts. Ruft nach mir. Sieht mich fort. Ich höre auch nichts. Wir haben eine Verzauberin dabei, die etwas geisteskrank ist. Nein. Spaß beiseite, die ist nicht geisteskrank. Ich glaube, dass es vom Game so gemacht worden ist. Und wir einfach auch gleich da sind. Also wir sind ja auch fast in der Festung des Wahnsinns. Da ist wieder Tyrael, unser Freund. Tyrael, was geht ab? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltails Plan offenbart. Der ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Nein, wir können ihn noch aufhalten. Und wir fangen damit an, indem wir die Festung angreifen. Maltails Plan. Maltail verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und mit Ausnahme von mir trägt jeder Sterbliche diese dämonische Essenz in sich. Sie ihnen zu nehmen würde bedeuten, ihnen die Seele aus dem Leib zu reißen. Oha, krass. Da fühlt man schon richtig mit, die Ramme. Boah, das ist eine geile Perspektive. So, und jetzt geht's auch schon los. Wir stellen unsere Hüter hin. Und jetzt mit der Ramme direkt durch das Tor. Dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltails Teiche der Weisheit in den hohen Himmel. Zerbrecht diese Haken! Ja, also wir müssen diese Haken kaputt machen. Und der hat jetzt einfach mal den Soundtext von diesem Wissen weggemacht, der gute Tyrael. Böser Tyrael. Okay, dann machen wir einfach mal die Haken kaputt. Und es wird fallen. Und wir haben Mordraff gekillt. Und der letzte Stoß. Ja, bam. Das Tor wurde zerstört. Eben war es noch zu. So, wir haben aber auch wieder ziemlich viel Equip. Ach, das blaue Zeug, das schmeißen wir jetzt einfach mal raus. Das braucht kein Mensch. So, Festung des Wahnsinns, Ebene 1. Sprecht mit Tyrael. Festung des Wahnsinns, Ebene 1. Wir sind fast bei Maltail. Die Festung des Wahnsinns. Als ich gegen Maltail kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Magie genügt nicht,
Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Die Geister in den Tiefen der Festung könnten der Schlüssel dazu sein, oder nicht? Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Kurz mal Nase reiben, es juckt ein bisschen so. Begebt euch zum Geisterbrunnen. Geisterbrunnen? Oh je. Das hört sich gar nicht gut an. Diese Stimme, kann das wahrhaftig meine einstige Mentorin sein? Oder ist es eine Täuschung? Diesmal haben wir beide sie gesehen. Isendra. Isendra, seid ihr es wirklich? Mentorin, ich habe euch vermisst. Ich benötige Hilfe, um Maltair besiegen zu können. In seinem derzeitigen Zustand kann ich ihm nichts anhaben. Ihr habt in meiner Abwesenheit viel gelernt. Offenbar selbst Demut. Oft sehne ich mich nach den Tagen zurück, als wir gemeinsam die Magie erforschten. Auch ich erinnere mich gern an jene Zeit. Doch es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Dennoch werde ich euch immer zu meinen Freunden zählen. Und als solcher braucht ihr mich nicht um meine Hilfe bitten. Sie ist die eure. Ich und die anderen gefangenen Geister verfügen über große Macht. Doch reicht sie nicht aus, um uns zu befreien. Solltet ihr das vollbringen, können wir euch helfen. Okay. Finde das Seelengefühl. Ja, toll. Nephalem. Der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Böser, böser Junge, Maltael. So, wir müssen auf jeden Fall das Seelengefängnis auf der zweiten Ebene der Festung des Wahnsinns finden. Und wir sind in der ersten Ebene, das heißt, wir müssen als erstes mal suchen. Oh Gott, wir haben auch ganz viele neue Gegner bei uns. Neues Wissen. Die Chaosgespenster gehörten zu Maltaels engsten Vertrauten. Und als er der Dunkelheit verfiel, wurden auch sie stark in Mitleidenschaft gezogen. Vorbei sind die Zeiten ihrer strahlenden Flügel und ihres ruhigen und weisen Rats. Jetzt werden sie nur noch von ihrer Bosheit getrieben, sowie dem unerschütterlichen Verlangen, alles Leben auszurotten. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Krass. Ich bekomme ja auch schon makellose Tobase, oder? Nein, das sind glaube ich die Schwächeren. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das waren glaube ich die Schwächeren, wenn ich mich so recht nicht erinnere. Oder haben wir schon die. Sind es die Besseren? Ja, ich glaube, wir haben die Besseren schon, ja. Ach nö. Das Tor vereist mich, ja. Das habe ich ganz vergessen. Schrein der Erleuchtung. So, die zweite Ebene ist glaube ich bei Portalen, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also da waren mal Portalen gewesen, aber das ist so lange her, dass ich mal Kampagne gespielt habe. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Oh Gott, reflektiert Schaden. Das ist sehr gefährlich. Also wenn da Mobs kommen mit reflektiert Schaden und ihr seid zum Beispiel ein Fernkämpfer oder ein Fernkämpfer zum Beispiel, Zauberin, Hexendoktor oder Dämonenhunter. Dann müsst ihr richtig aufpassen. Wie jetzt zum Beispiel. Einfach mal vereist zweimal ineinander. Und das hat uns fast gekillt. So. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Goblin gehört. Kann das sein? Stufe 39. Und wieder vereist. Wir gehen lieber mal da raus und schauen uns die neue Fertigkeiten an. Wir haben bekommen Druckwelle mit stark
Statikimpuls. Jeder getroffene Gegner stellt eine Arkankraft wieder. Er wandelt den Schaden von Druckwelle in Blitzschaden um. Achso, wenn man jetzt Druckwelle macht, dann kriegt man eine Arkankraft für jeden Mob. Ist nicht schlecht. Explosion. Eine kurze Lunde entfesselt die Energie von Explosion sofort und verursacht 909% Waffenschaden als Feuerschaden. Nicht schlecht, hat es. Es hat aber, glaube ich, einen Cooldown, oder? Ein Cooldown von 6 Sekunden. Nicht so gut. Außer man macht auf Cooldown Reduction, dann wird es, glaube ich, ein bisschen gehen. Desintegration, Entropie. Der Strahl verwandelt sich in einen Kegel mit kurzer Reichweite, der 435% Waffenschaden als Arkanschaden verursacht. Und wie zu guter Letzt erhöht sich der auch, wenn er sich steckt. So, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Waffen uns wieder. Und schauen mal, dass wir in die zweite Ebene kommen. Oder zumindest mal die zweite Ebene gefunden haben. So, da haben wir noch uralte Schriften. Teil 1. Sie bezeichnen mich als Helden. Unzählige Dämonen habe ich getötet. Alles vergebens. Ich weiß, dass dieser Krieg keinen Sieger haben kann. Denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Tyrael versteht das nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ruhm des Kampfes. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern. Doch noch ist dieser Tag fern. So, auf jeden Fall, es kann sein, dass ich nicht die ganzen Bücher finde, weil die liegen immer so versteckelt, dass man die einfach nicht findet. Und wir sind jetzt hier in der Ebene 2, aber wir beenden den Part für heute wieder. Und wir sehen uns, ich denke, dass es die letzte Folge sein wird, aber ich weiß es nicht genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls mit dem Doomsday. Bis dahin, ciao.